Servus, hier ist die Milita. Grüßt euch. Du interessierst dich für Hüftoperationen? Heute habe ich die Gelegenheit, dich darüber informieren zu können. Ich bin zu Besuch bei meiner Schwester Gretel. Hallo Gretel. Hi. Servus, grüß dich. Hallo. Gretel, du bist 73 und hast gerade deine Hüftoperation vor 3 Wochen machen lassen. Wie kam es denn dazu? Warum hast du dich denn an deine Hüfte operieren lassen? Also bei mir begann es so vor ungefähr 3 Jahren, dass ich bemerkt habe, ich habe in der Leiste nach dem längeren Sitzen Schmerzen, habe aber nicht an Arthrose oder sonstiges gedacht und auch ein Besuch beim Orthopäden hat eigentlich keine Arthrose-Anzeichen ergeben und ich habe mich damit begnügt und bin weiterhin meinem Sport nachgegangen, Tennis, Skifahren, Laufen, Radfahren, es ging alles gut. Würde sagen, nochmal 2 Jahre sind dann vergangen und vor einem Jahr ungefähr habe ich dann bemerkt, dass der Druck in meiner rechten Hüfte stark zunimmt. Ich habe es gemerkt am Gehen, dass ich plötzlich mir eine andere Gangart angewöhnt habe, um diesen Druck auszuweichen und übrigens auch mein Umfeld das bemerkt hat. Mhm. Ich bin weiterhin aber beim Sport nachgegangen und es wurde zunehmend beschwerlicher für mich, mich richtig, zum Beispiel beim Tennis, mich richtig zu bewegen. Ich war in der rechten Hüfte blockiert. Verstehe. Also aber, du hast also 3 Jahre lang definitiv gewartet, bis du dich hast operieren lassen. 3 Jahre aufgrund dieser oder des Drucks dann praktisch Schmerzen oder auch Freude. Einfach die Einschränkung beim Sport hat sich immer deutlicher bemerkbar gemacht. Ich verstehe. Ich konnte mich nicht mehr richtig drehen, ich konnte keine schnellen Seitbewegungen machen. Ja. Beim Tennis fällt es natürlich sehr stark auf und auch das Umfeld hat es bemerkt. Ja. Und es wurde mir zunehmend auch beschwerlicher nach dem Aufstehen, auch Wandern zum Beispiel. Mhm. Ich habe immer mehr einen ganz schlechten Gang angewöhnt, wodurch eine Schiefstellung eingetreten ist meines Beckens. Okay. Und da habe ich dann gesehen, also so will ich jetzt nicht mehr weitermachen, weil ich möchte ja weiterhin Lebensqualität haben und möchte auch Sport betreiben, so wie vorher. Ja, verstehe. Die Operation selber, Gretel, wie lange hat die denn gedauert? Also ich habe mich dann sehr gut informiert über die Möglichkeiten, welche Operationen es gibt und habe mich dann auf Empfehlung hin für die minimalinvasive Operation entschieden, die nicht alle Orthopäden machen, sondern nur speziell ausgebildete Orthopäden machen diese OP. Ja gut, dann habe ich mir die Diagnose geholt und der Orthopäde hat mir gesagt, ich kann meine Operation machen, wann ich will, aber ich werde um eine OP nicht herumkommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, warum soll ich eigentlich noch warten? Mhm. Und habe mich dann ganz einfach für einen OP-Termin entschieden. Nach 3-4 Wochen, ausschlaggebend war auch das, dass mein Mann da in Rente war und mich dabei in der ganzen Erholungszeit begleiten konnte. Verstehe. Gut, die Operation, die war eigentlich sehr einfach. Die hat 40 Minuten gedauert und verlief völlig problemlos. Dann und jetzt bist du schon in Reha? Ja, jetzt bin ich in Reha. Nach einer Woche Krankenhausaufenthalt bin ich jetzt 3 Wochen in Reha. Mhm. Corona-bedingt habe ich mich für eine ambulante Krankengymnastik entschieden. Heißt was? Das heißt, ich gehe 3-mal in der Woche in ein Reha-Zentrum. Okay. Und da wird alles mit Krankengymnastik, Geräten und Lymphdrainage behandelt. Okay. Aber wir sind ja jetzt bei dir zu Hause und das hat auch einen Grund, nämlich da steht dein Hometrainer und du machst ja auch zu Hause ein Programm, liebe Gretel. Ja, der Physiotherapeut hat mir das so empfohlen, zu Hause auch meine Hausaufgaben zu machen, das heißt, um Treppensteigen zu üben, hat er mir Übungen gezeigt und auch die Beweglichkeit der Hüfte ist sehr gut zu erreichen durch einen Ergometer. Und da sind wir jetzt. Jetzt möchte ich mal euch den Ergometer vorstellen. Ein wunderbares, praktisches Gerät.
steht zu Hause. Seht ihr meine Schwester? Ohne Widerstand. Jawohl. Auf dem Ergometer fahren. Okay, also laufen, Fußbewegungen. Es war deine rechte Hüfte, Gretel. Mhm. Laufen, ja. Bewegung ist wichtig. Radlfahren, ganz wichtig. Und wenn du auch etwas für dich tun möchtest, Radlfahren geht immer, auch zu Hause im Liegen im Bett. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis für dich, alles Fachliche zur Hüft-OP, zur minimalinvasiven OP erfährst du auf meinem Link. Ich habe einen Beitrag dazu geschrieben. Informiere dich bitte gründlich, was für dich das Passende und Richtige ist, und bleib gesund. Liebe Gretel, was wünschst du dir denn noch? Hast du meinen Tipp zum Schluss? Also ich habe den Tipp für alle, die sich mit diesen Arthrosebeschwerden herumschlagen müssen und darunter auch leiden. Nicht so lange warten, weil jedes Jahr früher bekommst du mehr Lebensqualität. Ich danke dir. Also, just do it again. Wir sehen uns. Servus, Melita. Tschüss.